Liebe Mareike, theoretisch ist alles möglich. Da waren jetzt viele Annahmen drin, die so nicht eintreffen. Also insofern sind wir so ein bisschen in dem Bereich, wenn meine Oma ein Kerl wäre, wäre sie mein Opa. Weil es gab keine Spielerstimmen in der deutschen Nationalmannschaft, die gesagt haben, wir wollen da nicht hinfahren, wir wollen boykottieren. Man muss, wenn es um Boykotte großer Sportereignisse geht, in die Vergangenheit schauen. Es gab zwei große Boykottbewegungen bei den Olympischen Spielen 1980 und 1984, 80 in Moskau, 84 in Los Angeles. Das stand damals im geopolitischen zeitlichen Zusammenhang mit dem russischen, mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, woraufhin der überwiegende Teil der westlichen Länder den Olympischen Spielen in Moskau ferngeblieben sind. Nicht alle, die Briten zum Beispiel, sind hingefahren. 1984 gab es dann den Gegenboykott des Ostblocks. Und wenn man das heute historisch betrachtet, dann sieht man, dass das eine symbolische Aktion war, die politisch nichts gebracht hat. Es ist ein ganz, ganz stumpfes Schwert, das Mittel des Boykotts, das letztendlich tatsächlich nur auf dem Rücken der Sportlerinnen und Sportler ausgetragen wird. Wenn wir sagen, sportlicher Boykott, dann muss man auch die nächste Frage stellen: Was ist denn dann mit einem Wirtschaftsboykott? Was ist mit einem Beziehungsboykott? Was ist mit einem kulturellen Boykott? Und man muss die generelle Frage stellen: Ändert man etwas, wenn man fernbleibt? Oder kann man nicht etwas verändern, wenn man hingeht und gerade dann seine Stimme laut werden lässt und seine eigenen Überzeugungen dort vor Ort formuliert? Viele NGOs, Amnesty International vorneweg, haben uns als DFB auch bestärkt. Sie haben gesagt, nein, geht dahin, aber steht bitte dort für eure Werte ein. Wenn man fernbleibt, wird man nicht gehört. Dann verschwindet man aus der Wahrnehmung. Darauf verweisen, das entscheiden wir gar nicht, sondern das müssen Verbände entscheiden und wir sind dann die, die dann hinfahren, ob uns das gefällt oder nicht. Natürlich kann ein Spieler trotzdem sagen, uns hindert kein Spieler daran, nein, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und da muss man auch sagen, dass es bis jetzt auch bei keinem Profi so passiert. Das muss man so festhalten. Boykott ist aber auch natürlich, heißt, ich setze mich auch gar nicht mehr sonst mit dem Thema auseinander. Und letztendlich ist auch das etwas, was ich zum Beispiel auch jetzt nicht so befürworten würde, weil wenn man jetzt boykottieren würde, verschließt man sich natürlich jeglicher Möglichkeit, auch vor Ort nochmal zum Beispiel auf Themen wie Gastarbeiterrechte oder so aufmerksam zu machen. Insofern, das ist auch meine Haltung zu dieser Boykottfrage. Allerdings, was ich schon sagen muss, gerade der DFB hätte durchaus als einer der größten Verbände in Europa innerhalb der UEFA natürlich eine Menge Signalkraft gehabt. Und es gab ja vor allen Dingen auch Stimmen, gerade aus den nordischen Verbänden, etwa bei Norwegen, die da sehr kritisch waren. Und da hätte man sich sicherlich zusammentun können, auch noch ein paar andere Verbände, die das Ganze kritisch sehen, zum Beispiel der niederländische Verband auch. Und hätte da sicherlich noch ein bisschen mehr Druck aufbauen können und ein paar Bedingungen vielleicht auch noch stellen können. Aber der Zug ist seit Jahren natürlich abgefahren. Das hätte man vor mehreren Jahren schon machen sollen. Lise Klaveness hat nicht so klar zu einem Boykott aufgerufen, wie Robert das sagt, sondern Lise Klaveness hat die Vergabepraktiken sehr in Frage gestellt und hat sehr daran erinnert, für welche Werte der Fußball steht. Und damit hat sie auch zu 100% recht. Und da ist sie auch im Einklang mit dem DFB-Präsidenten, der das auch ganz klar hinterlegt hat, dass der DFB von der FIFA erwartet, dass sie ihren eigenen Regularien gerecht wird. Es gibt zum Beispiel in der Menschenrechtspolicy, die sich die FIFA gegeben hat. Und da muss man sagen, die FIFA war der erste Sportverband weltweit, der sich selbst verpflichtend den Menschenrechten gegenüber erklärt hat. Der gesagt hat, dass
die Menschenrechte der Querschnitt allen eigenen Handelns sein müssen. In dieser Charta steht aber unter anderem, dass Menschen, die durch eine Weltmeisterschaft, durch eine FIFA-Veranstaltung zu Schaden gekommen sind, dafür entschädigt werden müssen. Deshalb setzt sich Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, sehr klar für einen Wiedergutmachungsfonds ein. Er setzt sich sehr klar für sogenannte Migrant Workers Centers ein, Einrichtungen, wo Arbeitnehmende in Katar, die aus dem Ausland kommen, Anlaufstellen haben, wenn sie Probleme haben, damit sie gehört werden. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Norwegen. Da sind in der Tat sehr interessant. Die Verbandspräsidentin ist da auch sehr, 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 sehr offen. Ich hätte das tatsächlich sehr spannend gefunden, wenn sich Norwegen qualifiziert hätte, denn Norwegen hat ja auch im Moment einen der besten Stürmer der Welt, einen der Shootingstars, Erling Haaland. Die Norweger haben ja auch als erstes dieser Nationalteams dann auch so eine Aktion gehabt, wo sie, glaube ich, Human Rights oder sowas unter den Trikots geschrieben hatten. Nun ist ja Erling Haaland jetzt zu Manchester City gewechselt und der Verein ist im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate. Und insofern wäre das, glaube ich, eine gute Gelegenheit auch nochmal gewesen, das nochmal irgendwie abzuklopfen. Das ist natürlich jetzt schade, dass das nicht so kommen wird. Insofern auch die Norweger, die jetzt da natürlich eine Menge Lob bekommen, auch die Spieler, da muss man natürlich gerade bei den Spielern jetzt auch nochmal durchaus kritisch nachfragen, finde ich. Gerade bei denen, die eben dann auch zu anderen Vereinen wechseln, daran sieht man schon, Katar steht da natürlich nicht alleine da. Es ist natürlich so exponiert, weil es jetzt nun mal der Austragungsort der WM ist, ist aber natürlich Teil von einem größeren System, hat die Regeln in dem Sinne auch nicht gemacht. Und der DFB kann da wahrscheinlich auch ähnlich argumentieren und sagen, hey, wir sind hier auch Teil eines Systems. Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir mit dem Finger schnipsen, dass sich jetzt hier plötzlich alles ändert. Ich denke aber schon, dass der DFB als einer der wichtigsten Verbände in Europa und damit auch in der Welt durchaus eine große Strahlkraft hat. Ich denke, dass man gerade auch jetzt die Möglichkeit ja auch nutzen könnte, weil man ja im eigenen Verband zumindest versucht hat, auch mal aufzuräumen. Das ist ja etwas, was auf der FIFA-Ebene total schwer ist. Da sind ja teilweise, abgesehen von den Leuten, die jetzt tatsächlich im Gefängnis sind oder untersucht werden, das sind auch nicht wenige, sind da ja schon noch sehr ähnliche alte Strukturen. Also die große Chance, die der DFB ja hätte, wäre zu sagen, hey, wir haben hier bei uns reinen Tisch gemacht, wir haben hier bei uns aufgeklärt und haben uns dadurch auch wieder die Glaubwürdigkeit nach innen und nach außen besorgt, um auch als Verband hier auch ein bisschen Gewicht irgendwie reinzubringen. Aber ich glaube, da ist man noch ein bisschen scheu, weil man hat jetzt, ich glaube, den vierten Präsidenten in 4 Jahren. Und ich finde, man merkt sehr stark, dass diese neue Führung um Bernd Neuendorf möchte keine Fehler machen, möchte nicht im Fettnäpfchen treten, möchte im Prinzip nicht dieselben Fehler machen, die letzten zwei Präsidien halt so gemacht haben. Und steht gleichzeitig enorm unter Beobachtung. Jede Äußerung vom Spieler wird unter die Lupe genommen. Zuletzt war das jetzt zum Beispiel Leon Goretzka, der hat gesagt, naja, als Spieler freue ich mich irgendwie schon auf das Turnier. Und auch wenn das jetzt irgendwie ganz verkürzt ist und vielleicht auch jetzt nur auf so einen Spieler wie Goretzka zutrifft, ist dann der DFB trotzdem ja in der Gesamtverantwortung und muss darauf reagieren, dass man enorm unter Druck. Ich würde mir auch wünschen, dass man aber ein bisschen offener umgeht und nicht so Angst hat, Fehler zu machen, sondern sich einfach offen stellt, auch wenn man dabei mal was auf die Nase bekommt. Also zunächst einmal kann ich Ronnys Vermutung so nicht zu 100% bestätigen. Ja, es gibt deutliche Anzeichen für Korruption einzelner Exco-FIFA-Mitglieder bei der Vergabe im Dezember 2010 an Katar. Es ist aber nicht bewiesen worden. Das muss man einfach fairerweise dazu sagen. Es gibt Indizien, aber es gibt keine Beweise.
Nichtsdestotrotz ist man sich in der Fußballfamilie einig, dass solche Vergaben wie damals sich nicht wiederholen dürfen. Das muss transparent sein, das muss nach klaren Kriterien laufen. Das ist bekannt und das ist auch kein Geheimnis, dass Katar damals die von der Prüfungskommission am schlechtesten bewertete WM-Bewerbung hatte. Ich kann Ronny insofern zustimmen, als dass der DFB kein Spitzenverband ist, der von seinen Mitgliedern, seinen 21 Landesverbänden und allen anderen finanziert wird, sondern er finanziert seine Mitglieder. Das Geld, das die Nationalmannschaft einnimmt, wird zu guten Teilen für die Basis, für den Amateurfußball zur Verfügung gestellt. Insofern sind tatsächlich Welt- und Europameisterschaften der Männer eine sehr wichtige Einnahmequelle für den DFB. Und der DFB ist in seiner Masse Amateurfußball. Also da waren ja jetzt ganz viele Sachen in dieser Frage oder auch Meinung durchaus ja drin. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt genau die Frage war. Ich glaube, zu Boykott habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Gut, gerade natürlich der Fall Leipzig und so. Ich habe da sowas habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe auch Bekannte in Leipzig, wo sowas durchaus mal durchkommt. Allerdings ist es auch so, also da braucht man auch gar nicht rumreden, zum Beispiel RB Leipzig ist, kann man glaube ich sagen, der meistgehasste Club in Deutschland. Dafür gibt es gute Gründe, ob ich die jetzt teile oder nicht, völlig unerheblich. Aber sagen wir mal so, für viele Fußballfans ist die WM in Katar, RB Leipzig, Man City, PSG, Katar, Emirate und von mir aus auch noch Olympische Spiele in Peking. Das ist alles so ein bisschen in derselben Richtung. Alles Symptome derselben Krankheit. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren in vielen Teilen der Fanszenen doch ein Bewusstsein dafür entstanden ist, sich da selber zu definieren und davon abzugrenzen, von dem, was man halt nicht mag. Oder was man als so ein Grundübel versteht, was falsch ist im Fußball und vielleicht auch mit der Welt. Dass man zumindest in einigen Fanszenen, bei weitem nicht in allen und da auch nicht überall, glaube ich, noch mal viel, viel stärker die Bedeutung des Fußballs, gerade in der Breite, aber auch des Vereinswesens, also dass Fußballclubs in Deutschland halt als Vereine konstituiert sind, noch mal viel wichtiger und deutlicher als Teil der Zivilgesellschaft wahrnimmt. Und nicht nur der Zivilgesellschaft, sondern geradezu als ein Ausdruck der demokratisch-freiheitlichen Ordnung und als ein Vehikel auch der gesellschaftlichen Mitbestimmung außerhalb von Wahlen und sowas. Und dass man deswegen auch in solchen Diskussionen zum Beispiel oft darauf aufmerksam macht, auf quasi Regierungssysteme, ne? Auf quasi Vereine, die auch von demokratischer Partizipation leben, versus Monarchien wie Katar. Und da sieht man dann zum Beispiel auch sowas wie RB Leipzig. Das ist halt ein Club, aber kein Verein. Streng genommen, hat 11 Mitglieder und hat auch keine partizipatorischen Mechanismen. Also da ist dann quasi, ne, da kommen die Sachen dann quasi so zusammen. So ein bisschen. Das habe ich jetzt viel beobachtet, dass viel mehr ein Bewusstsein dafür da ist und dass das Vereinswesen und wie der Fußball in der Breite verankert ist, ganz, ganz oft auch so gesehen werden, das ist der Fußball, wie er gesund ist, quasi. Und dort, wo das nicht der Fall ist, wird es als Ungesundheit betrachtet. Das ist, glaube ich, so eine Sichtweise, die viel verbreitet ist bei gesellschaftlich, politisch aktiven Fußballfans. Ja, ich muss auch hier der Sorgfaltspflicht der FIFA gegenüber, deren Anwalt ich jetzt an der Stelle gar nicht sein möchte, aber gegen die Pauschalvermutung, dass die FIFA korrupt ist, leichten Einspruch erheben. Das kann ich in der Absolutheit auf keinen Fall bestätigen und möchte an der Stelle auch zart widersprechen dürfen. Tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon mal bei der Frage von Mareike gesagt, ist es so,
dass wir bei Boykotten großer sportlicher Events die politischen Probleme auf dem Rücken von Sportlerinnen und Sportlern austragen würden. Ich kann dann genauso fragen, als Aktiver, warum darf ich da nicht Fußball spielen als deutscher Fußballer, wenn es andererseits gesellschaftlich völlig akzeptiert ist, dass unser Wirtschaftsminister nach Katar reist und um Energielieferungen bittet. Wieso darf ich da nicht Fußball spielen, wenn Katar gleichzeitig der größte Anteilseigner an VW ist und an 6 weiteren sehr großen und relevanten deutschen Wirtschaftsunternehmen als Anteilseigner beteiligt ist? Möglicherweise würde, wenn man jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft sagen würde, noch kurzfristig, ihr dürft da nicht hinfahren, würde so ein Jamal Musiala dann auch fragen, aber Moment mal, warum durften denn 2015 die Handballer dahin? Und es hat niemanden interessiert, dass die Handball-WM in Katar unter deutscher Beteiligung stattfand. Warum durften 2019 die Leichtathleten dahin? Hat niemanden interessiert, dass die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten dort angetreten sind? Also verlangt man vom Fußball Dinge, die in anderen Bereichen nicht mal thematisiert werden. Das ist ein Stück weit bigott. Das ist keine ehrliche Debatte, die da gerade stattfindet, sondern sie wird ein Stück weit auf dem Rücken des Fußballs ausgetragen. Oder sagen wir mal nicht auf dem Rücken des Fußballs, sondern sie wird stellvertretend für den Fußball ausgetragen. Was dann auch die Frage aufwirft, geht es am Ende tatsächlich nur um Katar oder geht es eben auch ein Stück weit um die Rolle des Fußballs, die gleichzeitig damit auch in Frage gestellt wird? Es gab ja schon Boykotts in der Sportgeschichte. Gab ja 2 Olympische Spiele hintereinander in Moskau und Los Angeles, die beide von Boykott auch geprägt waren. Auch direkt in Reaktion auf politische Ereignisse. Das war ja damals die Invasion der Sowjets in Afghanistan. Also man hat 2-mal hintereinander Olympische Spiele gehabt, wo diese Boykottfrage auch gar nicht abstrakt war, sondern total konkret. Wo gerade dieser zweite Teil jetzt der Frage, ob man Sportlern die Möglichkeit nimmt, dort, dem würde ich zustimmen. Andererseits bietet es natürlich, ich würde auch eher gegen den Boykott argumentieren, in dem Sinne, weil ich eher dem Argument zuleuchte, dass man ja trotzdem auch die größtmögliche Bühne hat, um Anliegen vorzubringen. Und immer dort, wo das Scheinwerferlicht erscheint, hat man dann auch ein bisschen mehr Freiraum als sonst, wenn das da nicht wäre. Also ich denke auch, dass während des Zeitraums der WM, kurz davor, auch ein Land wie Katar natürlich auch dann, ob es nun will oder nicht, gezwungen sein wird, auch dass da viele Journalisten sind, viele Fragen stellen. Wann hat man schon mal diese Gelegenheit? Und natürlich, bei vielen dieser Fragen stellt sich, finde ich, eher die Frage, wie sieht das danach aus, wenn halt die WM halt nicht mehr da ist? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Das ist ja ein bisschen impliziert auch so. Was würde ein deutscher Boykott denn irgendwie da grundsätzlich da was ändern? Ich denke, wenn da tatsächlich Deutschland jetzt boykottiert hätte und das vielleicht und vielleicht ein paar andere Länder auch, das wäre schon sehr groß gewesen. Also mal ganz grob gesagt, eine WM ohne Europa wird nicht stattfinden. Es gab tatsächlich ja ein Szenario, das gar nicht mit den Arbeitsrechten zu tun hat, sondern mit der Ukraine-Invasion der Russen, wo es ja ein paar Tage gab, wo auch nicht ganz klar war, wie man mit Russland im Sport zum Beispiel umgeht. Und da hat die FIFA dann ihre Verhältnisse dann doch, war man ja schon gezwungen, sehr schnell zu handeln, weil auch klar war, wenn Russland hier Qualifikationsspiele bestreitet und dahin fährt, werden Verbände wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die werden dann nicht kommen. Und ohne diese Länder kannst du keine WM machen. Punkt aus. Also es gibt durchaus Szenarien, in denen sowas passieren kann. Aber es waren jetzt eher diese geopolitischen aktuellen Szenarien, wo man auch gesehen hat, da passiert was. Und die Folge ist dann zum Beispiel, dass so ein Land wie Russland dann halt ausgeschlossen wird. Also sowas kann schon passieren. Aber davon losgelöst, die eher so diese strukturellen Probleme, würde ich sagen, die sind dann natürlich ein bisschen schwieriger irgendwie anzugehen.
ist auch bei weitem keine Garantie, dass da jetzt das, was sich tatsächlich bewegt hat, auch so bleibt. Es ist auch nicht so, dass das nur so gesehen wird. Also aus katarischer Seite wird das ja teilweise ganz anders gesehen. Die stehen ja von beiden Seiten unter Druck. Da gerade auch von Unternehmerseite und so ist, dann kommt da die Frage auf, auch aus konservativen Kreisen dort, ja, warum müssen wir uns jetzt eigentlich die ganze Zeit jetzt irgendwie anpassen und irgendwelche Auflagen erfüllen und uns ändern? Warum müssen wir unsere Gesetze jetzt ändern, nur damit wir für einen Monat irgendwie ein paar westeuropäischen Ländern gefallen und die uns eh nicht mögen und eh immer weiter rummäkeln? Das hört man natürlich in Katar dort auch. Und das muss man so ein bisschen vielleicht nochmal im Hinterkopf betrachten, in welcher Lage so auch diese Führung, diese katarische Führung auch ist und warum sie so handelt, wie sie halt handelt. Ja, der letzte Aspekt ist sehr interessant, liebe Anni, denn es ist eine sehr eurozentristische Sicht. Die Menschen in Argentinien oder auch Südafrika freuen sich ein Loch im Bauch darüber, dass sie das erste Mal in ihrem Leben eine Sommer-WM erleben dürfen. Wir projizieren immer alles von der Nordhalbkugel. Und wenn das dann für uns nicht okay ist, dann ist das ein Riesenskandal. Es gibt Menschen auf der Südhalbkugel und ich finde es großartig, dass sie jetzt mal eine Sommer-WM erleben. Abgesehen davon ist jeder Tote, jeder zu Schaden gekommene Arbeiter auf Baustellen, einer zu viel und keiner ist zu akzeptieren. Deshalb ist der DFB in seiner Position ganz klar, dass Menschen, die zu Schaden gekommen sind, beziehungsweise deren Angehörige, eine Entschädigung verdienen. Das ist außerhalb jeder Diskussion und die müssen sie auch bekommen. Nichtsdestotrotz sind beim Fokus auf Katar bei uns in der Wahrnehmung und auch Darstellung einige Dinge sehr überhitzt. Ich fand es sehr interessant, dass die internationale Holz- und Metallarbeitergewerkschaft ILO sich heute zu Wort gemeldet hat und der Büroleiter für Doha, der Max Tiernan, gesagt hat, dass er nicht versteht, warum es international und besonders in Deutschland, das wissen wir ja, Vorwürfe von moderner Sklaverei an Katar angetragen werden. Denn nach seiner Einschätzung, und er ist vor Ort, er ist ein Gewerkschafter, wäre das fernab der Wahrheit. Er sagt, es gibt definitiv Probleme, es gibt strukturelle Probleme, es gibt Probleme auf individueller Ebene, aber sie werden in der Berichterstattung nicht in den richtigen Kontext gestellt, sagt er. Tatsache ist, und das ist nicht zu leugnen, auf dem Papier hat sich für die Arbeitnehmenden in Katar sehr viel verändert, sehr viel gebessert. Das Kafala-System, kurz zur Erklärung, das ist ein sogenanntes Stellvertretersystem, hatte ursprünglich mal in der arabischen Kultur die Funktion, dass ich nicht persönlich bei Gericht erscheinen musste, sondern dass sozusagen jemand, dem ich vertraue, eine Vertrauensperson, das für mich wahrnehmen konnte. So, das ist bei den 2,7 Millionen Arbeitnehmenden, das ist ja wirklich ein verrücktes Land, 300.000 Einwohner und dann fast zehnmal so viel Arbeitnehmer aus anderen Nationen, dass die quasi auch so einen Leumund haben, ja, und dass man eben im Extremfall seinen Pass abgibt, dass man Arbeitgeber nicht wechseln durfte, dass man aus dem Land nicht ausreisen konnte, dass man seinen Lohn, wenn man ihn nicht bekommen hat, nicht einklagen konnte. Das waren unzumutbare Zustände. Dieses Kafala-System ist aber abgeschafft worden. Und jetzt gibt es zu Recht die Forderung von Menschenrechtsorganisationen, dass das nicht nur auf dem Papier abgeschafft werden muss, sondern auch in der Realität. Und da steht auch der DFB ganz klar dafür, dass Dinge, die auf dem Papier richtig sind, bitte auch umgesetzt werden müssen. Tatsache ist aber, dass Menschen, die vor Ort agieren, ich habe mich letzte Woche mit der deutschen Menschenrechtlerin Silvia Schenk unterhalten, die auch gesagt hat, das kommt in unserer Wahrnehmung zu kurz, dass sich in diesem Land unglaublich viel bewegt und dass es das vergleichsweise fortschrittlichste Land auf der arabischen Halbinsel ist. Das bedeutet nicht, dass da alles toll ist. Und das bedeutet nicht, dass wir für andere Werte stehen, als wir sie dort vorfinden. Aber tatsächlich haben wir hier eine
Sportveranstaltung, die Fußballweltmeisterschaft, die dafür gesorgt hat, dass dieses Land international in den Fokus geraten ist, dass es international stark kritisiert wurde. Und, das muss man einfach registrieren, die haben reagiert. Anders als China. China hat sich vor den Olympischen Winterspielen in Peking kein bisschen dafür interessiert, was möglicherweise westliche Demokratien über ihren Umgang mit der eigenen Bevölkerung sagen, über ihren Umgang mit der uigurischen Minderheit. Katar hat reagiert. Katar ist in die Selbstreflexion gegangen und hat Dinge verändert. Und es ist völlig okay und richtig, wenn man sagt, das reicht noch nicht. Aber man muss auch anerkennen, finde ich, wenn es Reformbewegungen in einem Land gibt. Man kann nicht so tun, als würden die nicht existieren. Das wäre nicht fair. Schlägt er in eine ähnliche Richtung? Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist bei den Zahlen, ist, dass man halt irgendwie nochmal ein bisschen genauer anschaut. Das ist schwierig, weil die katarischen Behörden dort auch bei der Erfassung von Todesfällen oft sehr ungenau sind. Viele der Zahlen, die so kursiert sind, sind in dem Sinne auch nicht unbedingt sauber so zuzuordnen. Und die würde ich dann auch mit Vorsicht genießen. Unwidersprochen ist aber, glaube ich, was ziemlich klar geworden ist, wo man jetzt auch hingeguckt hat, dass gerade bei den Todesfällen ist halt ganz oft verbunden mit langer Arbeit und Hitze. Das sind relativ konkrete Sachen und auch in relativ konkreten Branchen. Und das ist insofern eigentlich in dem Sinne eine gute Nachricht, weil das sehr spezifische Sachen sind, auf die man sich auch konzentrieren kann und wo man auch irgendwie ansetzen kann. Es ist nicht in allen Branchen gleich. Und da ist auch nochmal wichtig hinzugucken, in einem Land halt, wo 90% der ansässigen Bevölkerung dort Gastarbeiter sind, ist es auch nicht so, dass alle quasi ungelehrte Hilfskräfte auf dem Bau sind. Das ist nicht so. Man hat auch Menschen aus aller Herren Länder in allen Branchen, in allen Gehaltsstufen dort. Das muss man auch nochmal durchaus sehen. Ich glaube, das ist etwas, mir ist das erst bewusst geworden, als ich mal vor Ort war, was das eigentlich heißt, wenn 90% in einem Land halt quasi nicht von dort kommen. Dann trifft man halt auch auf eine große Vielfalt. Und das hat meinen Blick durchaus auch nochmal ein bisschen differenziert. Was jetzt quasi, ne, man kann natürlich trotzdem legitim argumentieren, da sollte niemand zu Tode kommen, egal warum. Fair enough, auf jeden Fall. Ich würde hier zwei Sachen anmerken. Einmal ist eben auch Gastarbeiter-System, also dieses Kafala-System, auch dieses Arbeitsmigrationssystem, da ist Katar auch ein Teil von vielen. Wichtig da ist immer auch zu gucken auf die Entsendeländer und auf diesen Wirtschaftskreislauf zu schauen und sich den mal anzuschauen, weil nur auf so ein Land wie Katar halt raufzuhauen und sagen, das macht ihr falsch, das wird keine Verbesserung schaffen, sondern da muss man ja ganzheitlich ansetzen. Da muss man auch gucken, warum ist das so essentiell irgendwie, warum gehen arme Menschen aus Bangladesch an den Golf, aus Pakistan, also vor allen Dingen aus Südasien dort. Man muss sich diesen Wirtschaftskreislauf angucken. Und da ist es dann zu kurz gegriffen, sich so ein Land wie Katar rauszunehmen. Aber tatsächlich bei den Staaten, wo die hingehen, muss man eben auch nochmal die anderen Länder sich anschauen, wo die Situation teilweise auch, muss man sagen, viel, viel schlimmer ist. Gerade in Saudi-Arabien und den Emiraten. Also gerade die Emirate sind in ganz vielerlei Hinsicht ein viel, viel schlimmerer Staat. Haben aber aus verschiedensten Gründen ein viel, viel besseres Image als Katar. Und da muss man auch ansetzen. Also, ne, gerade weil auch so ein Land wie die Emirate ja auch sehr aktiv sind im Sport, aber weit weniger, glaube ich, an Kritik abbekommen als Katar. Also, ich glaube, PSG kriegt da mehr öffentliche Prügel als Man City zum Beispiel. Und
da muss man auch gucken, ist das fair? Und gleichzeitig sind es auch nicht nur die Golfstaaten, die dort die Regeln machen, sondern wenn man sich anguckt, wo auch die Kohle im Fußball auch herkommt, da sind ganz viele Hedgefonds, Investmentfonds dabei. Man hat Oligarchen dabei. Ne, man hat irgendwie im englischen Fußball da Roman Abramowitsch da gehabt, der das Ganze irgendwie gestartet hat. Man hat inzwischen immer mehr verbreitet, total ob sehr, sehr fragliche so Krypto-Firmen und sowas, also die überhaupt nicht wirtschaftlich transparent sind. Also sehr, sehr viel fragliche Finanzierung. Und das muss man sich natürlich irgendwie anschauen. Und also man finde, man muss das ganzheitlich sehen. Auch beim Fußball, finde ich, ist das oft zu kurz gegriffen, sich so diesen reichen Ölscheich, auch das ist ja ein Stereotyp, was ist das überhaupt, so ein Ölscheich irgendwie rauszunehmen und sagen, die machen unseren Fußball kaputt. Ich finde, das ist viel zu kurz gegriffen. Also da gehört für mich irgendwie auch Investmentfonds. Auch zum Beispiel solche Gruppen, die jetzt zum Beispiel hinter Manchester United stehen, diese Glazers zum Beispiel, die stehen ja genauso, aber die sind halt in dem Sinne nicht so exponiert vielleicht und sind vielleicht nicht so identifizierbar wie jetzt so eine Scheiß, was immer das auch sein soll. Also auch dort finde ich, klar, da gehört das gesamte System natürlich auf den Prüfstand und das greift dann zu kurz, die Sachen sich draufzunehmen, die man da gerade irgendwie zur Hand hat, finde ich.